Meine Damen und Herren, den Vortragenden zum Abschluss der Inverted Classroom-Konferenz muss man nicht vorstellen. Jeder, der sich im deutschsprachigen Raum mit der Digitalisierung der Lehre auseinandersetzt, kennt ihn. Er ist Leiter der Abteilung Lehr- und Lerntechnologien an der Technischen Universität Graz und ist dort für sämtliche E-Learning-Belange zuständig, so auch für die österreichische MOOC-Plattform eMOOCs, die man mit seinem Gesicht verbindet. Für ihn ist Digitalisierung kein Projekt oder eine vorübergehende Maßnahme unserer Zeit, sondern es ist vielmehr der Wechsel von einer analogen in eine digitale Welt mit Auswirkungen in all unsere Lebensbereiche. Ähnlich der landwirtschaftlichen oder industriellen Revolution wird man in Zukunft vom Zeitalter der digitalen Revolution sprechen. Noch nie, so hört man aus seinem Mund, hatten Lehrende und Lernende eine derartig hohe Vielfalt an Medien zur Verfügung. Diese gilt es gezielt und gekonnt zu nutzen. Offene Bildungsmaterialien, so sein Credo, sind für ihn nicht nur notwendig, sondern er macht es auch. L3T, das Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, und die vielen offenen Materialien über eMOOCs sprechen Bände. Und wenn wir noch die Gremien aufzählen, in denen er seine Expertise einbringt, sprengen wir diese Vorstellung. Meine Damen und Herren, viele haben bereits mit ihm gesprochen, vernetzt sind wir mit M. Ebner ohnehin. Begrüßen wir also Martin Ebner und freuen wir uns auf seinen wie immer visionären Vortrag.